Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen Runde auf neuerstadt.org zum Thema Pop-up-Radwege und wie wir diese rechtssicher einrichten, rechtssicher gestalten. Ich freue mich ganz herzlich, zu diesem Thema drei Experten begrüßen zu dürfen, eine Expertin und zwei Experten, um es genauer zu sagen, die ich Ihnen gerne, nachdem ich Sie alle recht herzlich begrüßt habe, einmal ganz kurz vorstellen möchte. Ich beginne selbstverständlich mit der Dame. Das ist Dr. Kerstin Stark. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dort am Institut für Verkehrsforschung tätig. Sie ist Mobilitätsforscherin. Schwerpunkte ihrer Arbeit, und darum passt das heute auch salopp gesagt wie die Faust aufs Auge, ist die Akzeptanz, Wirkung und Rahmenbedingungen bezüglich von Mobilitätsinnovationen. Und eine solche ist ja der Pop-up-Radweg oder die Pop-up-Bike-Lane, wenn man es mal englisch formulieren will, selbstverständlich. Sie ist in der Verkehrsplanung und in der Governance mit Fokus auf den Radverkehr aktiv. Promoviert hat sie zum Thema Mobilitätsbenachteiligung und Anforderungen an eine sozialverträgliche und ökologisch nachhaltige Mobilität. Frau Dr. Stark, ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Runde zu haben und bin gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Ganz herzlich willkommen und verbunden auch mit einem herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Möchte ich Herrn Stefan Gelper hier begrüßen. Er ist frisch direkt gewählter oder wiedergewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages und hat bei dieser Wahl im vergangenen September den Wahlkreis Pankow mit 25,5% der Stimmen gewonnen. Sprich, er hat das Direktmandat geholt. Er ist damit einer von drei grünen Abgeordneten, denen es gelungen ist, in einem Berliner Wahlbezirk ein Direktmandat zu holen. Herr Gelper, herzlichen Glückwunsch. Freut mich, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind aber heute nicht hier, weil Sie ein Direktmandat gewonnen haben, sondern weil Sie ein Experte in dem Thema sind. Das alleine ist natürlich schon ein schöner Fakt, aber wir haben Sie natürlich eingeladen, weil Sie sowohl im Abgeordnetenhaus während Ihrer Zeit als Abgeordneter dort, als auch im Abgeordnetenhaus des Bundes, also im Deutschen Bundestag, Sprecher für Verkehrspolitik waren und sind und eine breite Expertise haben, wenn es darum geht, verkehrspolitische Maßnahmen zu diskutieren und insbesondere auch die Rechtsgrundlagen dafür zu schaffen. Denn auch dafür sind Sie bestens gewappnet, denn Sie sind gelernter Jurist, sage ich mal, und haben auch im Bereich des Strafrechts schon gearbeitet. Last but not least, nachdem wir jetzt, sagen wir mal, Wissenschaft, Forschung und Politik an Bord haben, haben wir jetzt, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern im bestgemeinten Sinne auch noch die Lobby an Bord oder den Lobbyisten. Und als solchen, und wie gesagt, das meine ich gar nicht despektierlich, denn der Radverkehr kann jede Lobby, glaube ich, gebrauchen. Begrüße ich Roland Huhn. Er ist Referent für den Bereich Recht beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, ADFC. Und Herr Recht, wird uns heute qua Amt gewissermaßen auch insbesondere mit den rechtlichen Anforderungen vertraut machen. Da bin ich auch schon beim Ablauf. Wie stellen wir uns das heute vor? Wir haben so grob 90 Minuten für unsere Diskussion eingeplant. Frau Dr. Stark wird gleich den Anfang machen. Sie beschäftigt sich ja insbesondere in ihrer Arbeit damit, welche Potenziale jetzt konkret Pop-up-Radwege für die Mobilität, die urbane Mobilität der Zukunft bieten. Sie wird uns aber auch so en passant in ihrem Einstieg noch so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Also wo stehen wir gerade beim Thema Pop-up-Radwege? Das Ganze wird dann aufgegriffen und durch die rechtliche Komponente, sage ich mal, verfeinert durch Herrn Huhn, der uns da auch eine kleine Präsentation mitgebracht hat, um sie insbesondere auch anhand des Berliner Beispiels, sage ich mal, was die Rechtslage angeht, ein bisschen abzuholen. Und last but not least wird Herr Gelper dann das Ganze politisch bewerten und vielleicht auch, dafür ist der Zeitpunkt ja ideal, so ein bisschen mal in die Glaskugel mit uns gucken, was wir denn für die kommende Legislaturperiode da vom Bund erwarten dürfen, erwarten müssen. Und wie da vielleicht die nächsten Schritte sein könnten und wie man dann auch mit so Akteuren wie Herrn Huhn und dem Verein, den er hier repräsentiert, dann zusammenarbeitet im Bereich der Gesetzgebung.
Würde mich interessieren, fände ich spannend. Können wir aber alles zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren. Und diskutieren wollen wir hier nicht nur unter uns, so als Closed Shop, sondern Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns gerade zuschauen, sind herzlich eingeladen, über die Chat-Funktion des Tools mit Ihren Fragen und Ihren Stellungnahmen auf uns zuzugehen. Ich greife das dann gerne für unsere Diskussion auf und würde dann, da haben wir 45 Minuten Zeit im zweiten Verlauf unserer Sendung in Anführungszeichen, würde dann gerne möglichst viele von Ihren Einwürfen aus der Praxis oder aus Ihrem persönlichen Erfahrungshorizont in die Diskussion mitnehmen. Also machen Sie von dem Angebot gerne rege Gebrauch. Wir freuen uns, wenn Sie über diesen Weg mit uns in Kontakt kommen und wir Ihnen da vielleicht auch Rede und Antwort stellen können, insbesondere die Experten. Aber ich bin auch bereit, meine Aufgabe zu erfüllen und Ihre Fragen aufzugreifen. Genug der Vorrede, Frau Dr. Stark. Die Pop-up-Radwege, Klammer auf, Corona-Radwege haben es ja auch durchaus in die Tagespresse geschafft, insbesondere natürlich in den Kommunen, wo es sie bereits gibt. Das sind aber gerade im großstädtischen Milieubereich in Deutschland gar nicht mehr so wenige. Selbst hier im beschaulichen Bonn haben wir mittlerweile einen Pop-up-Radweg. Köln war meines Wissens sogar die erste Stadt. Das wusste ich nicht, das habe ich so erst in der Vorbereitung gelernt. Die erste Stadt in Deutschland, die einen Pop-up-Radweg hatte und nicht Berlin, was ich jetzt so vermutet hätte aus meiner Wahrnehmung des Themas. Also wie sieht es momentan aus? Und gerade durch Ihre forschende Brille, welchen Beitrag oder welches Potenzial bieten denn diese Pop-up-Radwege für die urbane Mobilität oder die urbanen Mobilitätskonzepte der nahen Zukunft, sage ich jetzt mal. Bitte schön. Ja, danke. Danke auch für die Einführung und die Einladung. Präsentation starten, Herr Schruber, bitte. Ja, danke. Also es wurde ja schon vorgestellt, wozu ich forsche. Mein aktuelles Forschungsthema ist die Verkehrsplanung und Verkehrsverwaltung unter dem Eindruck der Pandemie vor allem. Die Pandemie hat ja vielerorts die Stadt- und Verkehrsplanung vor große Herausforderungen gestellt. Sie wurde aber eben auch als Chance und auch als Innovationstreiber wahrgenommen. Und die temporären Radwege oder die Pop-up-Radwege der Zungenbrecher, die sind ein Beispiel dafür, weil sie wurden eben in der Pandemie erprobt. Und Kolleginnen und mich interessiert dabei insbesondere, inwieweit die Erfahrungen in der Pandemie zur Beschleunigung der Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen beitragen werden, also auch in der Zukunft nach der Pandemie. Und wir führen dazu eine Studie durch und haben dazu eben auch ganz Deutschland oder in Deutschland Kommunen befragt. Nächste Folie bitte. Worum geht es bei den Pop-up-Radwegen? Was ist das? Die Entstehung von den Pop-up-Radwegen oder temporären Radwegen oder provisorischen Radwegen steht auf jeden Fall im Zusammenhang der Pandemie. In der Pandemie hat sich ja das Mobilitätsverhalten von uns allen oder von den meisten von uns deutlich verändert. Also es gibt vermehrtes Homeoffice oder es gab die Kontaktbeschränkungen. Und Gewinner davon waren auf jeden Fall die Nahmobilität und eben auch der Radverkehr. Und die Pop-up-Radwege wurden eingeführt, um die erhöhte Nachfrage nach Radverkehrsanlagen zu befriedigen und eben um eine sichere Alternative zum Pkw auch darzustellen. Weil wenn alle auf das Auto umgestiegen wären, das wäre keine gute Nachricht gewesen. Und in Deutschland war es zumindest nach meinen Informationen, aber ich lasse mich da auch gerne nochmal belehren, wenn es doch Köln war, war es doch der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der die ersten temporären Radwege einführte und eben auch vordachte. Also zumindest waren es die das prominent in die öffentliche Debatte auch eingebracht haben. Und dann sind eben andere Städte gefolgt. Nächste Folie bitte. Und neben den temporären Radwegen oder Pop-up-Radwegen wurden im Zusammenhang mit der Pandemie auch weitere temporäre Maßnahmen oder Infrastrukturen geschaffen, also zum Beispiel temporäre Spielstraßen, wie man hier sieht, oder temporäre autofreie Zonen oder temporäre Räume für Gastronomie. Und man kann diese ganzen temporären Maßnahmen auch unter dem Begriff der Flächenumverteilung zusammenfassen. Also insbesondere wurde Fläche genommen vom ruhenden, also vom Parkraum und vom fließenden Autoverkehr. Und der wurde dann dem Fuß- und Radverkehr zugeschlagen. Nächste Folie bitte.
Das Prinzip der temporären Infrastrukturen ist an sich auch nicht neu. Also es besteht ja auch eine deutliche Nähe zu den schon bekannten Reallaboren oder eben Verkehrsversuchen. Also hier sieht man das Foto von der autofreien Friedrichstraße in Berlin, einem Verkehrsversuch. Und man kennt auch diese gelb markierten Fuß- und Radwege aus im Umfeld von Baustellen. Also das ist da auch schon bekannt. Aber neu ist, dass diese Maßnahme eingesetzt wird eben im Rahmen von einer Art regulärer Radverkehrsplanung. Nächste Folie bitte. Ja, was haben die Pop-up-Radwege gebracht? Die offizielle Datenlage zur Nutzung der Wege ist leider sehr schlecht. Also vor allem in Berlin gab es auch keine Vorher- oder Nachermessungen und die sowieso schon eher wenigen Messstellen, die offiziellen Messstellen, sind auch nicht auf diesen Routen zu finden. Es gibt aber Daten von dem Anbieter, Tracking-App-Anbieter Strava. Und da zeigt sich auf jeden Fall ein deutlicher Anstieg von bis zu 200% an den Routen, wo eben Pop-up-Radwege eingeführt worden sind. Und dann gibt es auch noch ein viel beachtetes Paper zu dem Thema aus diesem Jahr von Kraus und Koch. Und sie haben eine internationale Analyse durchgeführt zur Einführung der Pop-up-Radwege und sehen da eben auch einen deutlichen Zuwachs am Radverkehr, an Radverkehr im Vergleich zu Städten, die keine Pop-up-Radwege eingeführt haben. Das lässt sich auch nachlesen. Das ist ein Open Access Paper. Also man kann sagen, dass noch nicht. Folie nochmal zurück, genau. Man kann sagen, dass wo die temporären Radwege eingeführt worden sind, haben sie auch das Stadtbild dann verändert und wurden auch gut angenommen. Allerdings ist es auch so, dass sich diese temporären Radwege auf sehr wenige Hotspots beschränken bisher. Also vor allem Großstädte wie Berlin und München. Und auch nur dort wurde eine nennenswerte Zahl an Kilometern überhaupt eingerichtet und umgesetzt. Und ein Grund dafür ist auf jeden Fall auch der Platzbedarf. Nicht in allen Städten lässt das sich so einfach einrichten, einfach eine Parkspur oder eine Fahrspur dem Autoverkehr zu entziehen. Also gerade dort, wo es eben insgesamt vielleicht nur eine Spur gibt. Jetzt nächste Folie, bitte. Dabei kann man schon sagen, dass das Instrument an sich vielversprechend ist, weil man mit relativ wenig Aufwand und auch in kurzer Zeit sichere Radwege, also vom Autoverkehr getrennte Radwege, auf die Straße bringen kann. Dann ist ein Vorteil, dass die Radwege eben im Realbetrieb auch erprobt werden. Das heißt, man kann auch Fehlplanungen oder Konflikte schneller erkennen und dann eben auch ausräumen. Und wenn dann die temporären Radwege verstetigt werden sollen, hat man eben schon hat man aus diesen ganzen Fehlern schon gelernt. Wichtig ist auch, dass die Akzeptanz dieser Maßnahme erhöht wird durch diesen temporären Charakter, gerade wenn es um den kontroversen Aspekt der Verringerung von Parkflächen geht. Und dann ist es eben auch noch ein Vorteil, dass diese Radwege günstiger einzurichten sind. Also ich habe ein Beispiel in der Presse gefunden von Friedrichshain-Kreuzberg. Da kostet die Planung, Umsetzung und Instandhaltung pro Kilometer etwa 20.000 Euro. Und im Vergleich dazu bei festen Radwegen fallen für die Planung schon 40.000 Euro an und dann nochmal sechsstellige Summen pro Kilometer. Genau. Die Frage stellt sich, welche Bedeutung die Pop-up-Radwege dann auch künftig für die Radverkehrsplanung haben werden. Das ist ja auch heute bestimmt ein Thema in der Diskussion. Und mein Ausblick wäre, dass auch nach der Pandemie Pop-up-Radwege ein Instrument sind, das eingesetzt wird. Aber es sind auch noch viele Fragen offen, die wir zum Teil auch eben am DLR untersuchen. Also wie zum Beispiel auch Städte mit weniger Platz, gerade in kleineren Städten, sinnvoll günstige und sichere Radinfrastruktur umsetzen können und inwieweit Pop-up-Radwege hier eben eine Möglichkeit sind, nützlich, schnell und sichere Radwege einzuführen. Und daneben muss es natürlich auch darum gehen, wie man insgesamt Maßnahmen und Instrumente bereitstellen kann, damit auch gerade kleinere Kommunen sichere und schnelle Radwege umsetzen können. Genau, und hier vielleicht noch zur Folie, hier sieht man eben einen Ausschnitt aus den Regelplänen zur temporären Einrichtung und Erweiterung von Radverkehrsanlagen. Das fand ich ganz interessant, dass eben auch die Radwege oder die Einrichtung von Pop-up-Radwegen
in der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, also wie man das macht, in einer Art Regel oder Handreichung. Und das lässt sich eben herunterladen von Berlin.de, also der Link ist eingeblendet. Ja, vielen Dank erstmal von mir. Vielen Dank, Frau Dr. Stark. Zu meinem Kölner Beispiel, das war eine Teststrecke, ich habe das gerade nochmal schnell nachgeschlagen, die tatsächlich vom ADFC, und da sind wir beim Thema und bei Ihnen gleich, Herr Huhn, vom ADFC eingerichtet wurde. Auf dem Kölner Ring wurde einfach mal eine Fahrspur abgetrennt und da wurde aber nur zu Testzwecken ein Pop-up-Radweg hochgezogen. Sie haben natürlich recht, das erste richtige Einrichtung, wenn man so will, die erfolgte natürlich in Friedrichshain. Insofern das nochmal zur Klarstellung. So, wo wir schon beim ADFC sind, Herr Huhn. Ja, was haben wir rechtlich zu beachten? Wie ist die rechtliche Situation? Das Berliner Beispiel, das hatte ja Frau Stark auch schon angesprochen. Sie greifen das jetzt quasi auch nochmal durch eine verstärkt juristische Brille oder rechtliche Brille auf. Ich bin gespannt auf Ihre Präsentation. Ja, so ist es. Dazu habe ich Ihnen auch ein paar Folien mitgebracht. Das Deckblatt, denke ich, können wir gleich überspringen und zur Sache kommen. Und den Berliner Regelplan, den werden wir auch noch einmal sehen. Pop-up-Radwege, man kann sie auch provisorische Radfahrstreifen nennen, sind so in der Straßenverkehrsordnung StVO nicht zu finden. Das heißt natürlich nicht, dass sie unzulässig sind. Die StVO kann man sich als Baukasten vorstellen. Die Straßenverkehrsordnung enthält über 200 Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrseinrichtungen und die kann man kombinieren, natürlich nicht beliebig. Da gibt es auch eine Bauanleitung, das sind die Regeln der StVO und der Verwaltungsvorschrift zur StVO und es gibt auch noch darunterliegende nichtamtliche Regelwerke. Und diese Bausteine kann man so kombinieren, dass die Ergebnisse zur eigenen Stadt passen und dabei muss man sich nicht an das halten, was schon mal vorgedacht oder gebaut worden ist. Man kann es auch neu kombinieren, aber dabei muss man sich an die Anleitung halten, die das Bundesverkehrsministerium diesem Baukasten mitgegeben hat. Und wenn man das nicht tut, dann kann das Ergebnis trotz bester Absichten vor Gericht durchfallen. Zur nächsten Folie bitte. Ja, mein Beispiel, ein Ausschnitt aus dem Regelplan, den Frau Dr. Stark gerade schon gezeigt hat. So sieht ein Berliner Pop-up-Radweg aus. Eigentlich ist es ein Radfahrstreifen. Es ist ein geschützter Radfahrstreifen, weil er zum Fahrbahnverkehr links abgegrenzt ist. Dazu werden rot-weiße Baken verwendet, eine Verkehrseinrichtung der StVO. Der Fahrstreifen selber ist mit einer gelben durchgehenden Linie gekennzeichnet. Gelb ist ja für provisorische Markierungen, wie an Baustellen, hatten wir ja auch gerade schon gehört. Also alles bekannte Elemente. Und das dritte Element ist das Verkehrsschild Radweg. Das gehört zu Radstreifen mit dazu. Die Abgrenzung, wie gesagt, ist normalerweise eine durchgezogene Linie. Hier haben wir gerade eine Einmündung im Beispiel und deswegen ist dort die Linie unterbrochen. Also alles ganz bekannte Elemente, die man kombinieren kann. Nächste Folie bitte. So sieht es dann in der Praxis aus. Ja, man muss das nicht schön finden, es sieht eher nach Baustelle aus, aber es ist ja auch nur eine vorübergehende Lösung. Und wenn Sie sich hier fragen, ist da rechts ein Radweg weggefallen? Nein, was man da rechts vom Bordstein sieht, das ist der ehemalige Parkstreifen. Der kann jetzt nicht mehr benutzt werden. Und auch eine Fahrspur ist weggefallen. Allerdings hatten wir vorher an dieser Stelle 3 Fahrstreifen, jetzt noch 2. Das reicht also für den Autoverkehr aus. Da gibt es sogar noch eine Abbiegespur nach rechts. Es stimmt schon, dass es so viel Platz nicht überall gibt, aber hier ist der Platz vorhanden. Aber er wurde vorher eben nicht für den Radverkehr genutzt. Zur nächsten Folie bitte. Die 8 temporären Berliner Radfahrstreifen standen eine Zeit lang auf der Kippe. Da hatte ein Verkehrsteilnehmer geklagt. Es war nicht nur ein Verkehrsteilnehmer, es war auch ein Abgeordneter aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Und man muss sich eher wundern, dass nur einer dagegen geklagt hat. Denn im Prinzip kann jeder Verkehrsteilnehmer, der sich durch eine Verkehrsregelung beeinträchtigt fühlt und das rechtzeitig macht, dagegen Klage erheben. Da muss man sich eher wundern, dass Hunderttausende Berliner Autofahrer sich nicht genügend daran gestört haben, um eine Klage einzureichen. Und dieser Kläger hatte auch einen vorübergehenden Erfolg, denn im Eilverfahren, solche Dinge werden meist im Eilverfahren behandelt, weil das verwaltungsgerichtliche Verfahren kann lange dauern, 1, 2, 3 Jahre und dann käme das Urteil erst, wenn der provisorische Radweg längst wieder verschwunden ist. Er konnte jedenfalls im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht erreichen, dass das Verwaltungsgericht Berlin angeordnet hat, diese Radwege müssen abgebaut werden. Und das wurde dann aber in zweiter Instanz auf Beschwerde der Berliner Senatsverwaltung geändert und die Radwege konnten bleiben.
Schuld an diesem Urteil oder Beschluss erster Instanz war die Begründung. Der Senat hatte unter dem Eindruck der Corona-Pandemie diese Begründung auch veröffentlicht. Wir wollen dafür sorgen, dass Radfahrer voneinander Abstand halten können. Wir wollen Busse und Bahnen entlasten. Wir wollen für zunehmenden Radverkehr, den wir aufgrund der Corona-Pandemie und Meiden von öffentlichen Verkehrsmitteln voraussehen, vorsorgen. Das sind alles gute Gründe. Aber im Straßenverkehrsrecht zählen sie nicht. Denn im Straßenverkehrsrecht, da geht es um die Sicherheit des, und Ordnung des Verkehrs. Verkehrsrecht ist nach herkömmlichem Verständnis Ordnungsrecht. Und deswegen schauen wir mal, was Paragraph 45, das ist die Grundlage für solche Maßnahmen, die ja in den Verkehr eingreifen, was diese Grundlage enthält, auf der nächsten Folie. Paragraph 45 im hinteren Bereich der StVO, da wo es nicht mehr um die Vorschriften für Verkehrsteilnehmende geht, sondern darum, was die Behörden dürfen. Da gibt es eine sehr, sehr umfangreiche Vorschrift, die im Laufe der Jahre auch immer größer geworden ist, erstreckt sich mittlerweile schon über 3 Seiten. Und die stellt 3 Hürden auf, wenn es darum geht, Verkehrsregelungen zu treffen. Die erste Hürde ist in Absatz 1 enthalten. Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken. So war es auch hier. Der Verkehr wurde ja beschränkt. Er durfte auf einem Fahrstreifen nicht mehr fahren. Ja? Und durfte auf dem ehemaligen Parkstreifen nicht mehr parken. Die zweite Hürde, die ist schon nochmals höher. Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Ich hatte schon gezeigt, hier wurden Verkehrszeichen verwendet, die Markierung und das Schildradweg, auch Verkehrseinrichtungen, die rot-weißen Barken. Und die darf man eben nur da anordnen, wo dies zwingend erforderlich ist. Das ist schon eine sehr hohe Hürde, die sich aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ergibt. Es gibt dann allgemein noch eine dritte Hürde, die für Radfahrstreifen aber nicht gilt, aber für viele andere verkehrliche Anordnungen, nämlich insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs. Parken wäre da nicht betroffen, dürfen nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung von Rechtsgütern erheblich übersteigt. Verkürzt nennt man das auf besondere örtliche Gefahrenlagen. Und das heißt, für viele Verkehrsbeschränkungen muss die Straßenverkehrsbehörde zwingend eine besondere örtliche Gefahrenlage nachweisen. Von dieser letzten Hürde, von dieser letzten Anforderung sind Radfahrstreifen und noch einige andere Radverkehrsanlagen ausgenommen, aber nicht vom Absatz 1, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs ist alles, was zählt, und vom Satz 1 des Absatz 9, nämlich zwingend erforderlich aufgrund besonderer Umstände. Zur nächsten Folie. Und unglücklicherweise hat das Verwaltungsgericht Berlin diese Anforderungen zwingend erforderlich sehr streng ausgelegt. Eigentlich so streng, dass es schon fast in die Richtung der besonderen örtlichen Gefahrenlage geht. Und dafür reichte die Begründung des Senats nicht aus. Soweit er überhaupt eine Begründung gegeben hatte, war es auch noch die falsche, nämlich Vorsorgen für Corona und so weiter. Und das zählte nicht. Gesundheitsvorsorge im allgemeinen Sinne ist kein Anliegen der Straßenverkehrsordnung. Und nochmal zur Auslegung dieses Satzes 1, zwingend erforderlich. Auch der Gesetzgeber, in diesem Falle der Bundesverkehrsminister und der Bundesrat, haben schon gesehen, dass sie da sehr hohe Hürden aufstellen und wollten das eigentlich vor einigen Jahren abmildern. Und zwar aus der amtlichen Gesetzesbegründung, um die Anlage von Fahrradstraßen und Schutzstreifen, später kam auch noch Radfahrstreifen dazu, zu fördern, wird eine Ergänzung des § 45 Absatz 9 vorgenommen, denn diese Radverkehrsanlagen dürften in den wenigsten Fällen unter Verkehrssicherheitsaspekten zwingend geboten sein. Also diese Begründung ist völlig richtig. Radverkehrsanlagen richtet man natürlich auch ein, um sie für den Radverkehr attraktiver zu machen, um den Radverkehr zu fördern. Das ist aber auch kein ausdrückliches Anliegen der StVO. Die StVO ist ja angeblich neutral und bevorzugt und benachteiligt keine einzelnen Verkehrsteilnehmerinnen. Wenn man sich auf den Straßen umguckt, sieht man aber schon, wer da bevorzugt wird. Und das sind in der Regel nicht die Radfahrer. Aber das nur nebenbei, das sage ich jetzt mal als Lobbyist und nicht als Verkehrsjurist. Also, diese erklärte Absicht, die Radverkehrsanlagen von der zwingenden Erforderlichkeit auszunehmen, ist in der StVO nur zum Teil umgesetzt. Glücklicherweise hat aber das OVG Berlin-Brandenburg wieder diese ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers berücksichtigt
und sagt, als Nachweis dafür, dass eine Gefahr vorhanden ist, der man mit einem Radfahrstreifen begegnen darf, da reicht es uns aus, dass bestimmte Verkehrsstärken und Geschwindigkeiten des Kraftverkehrs vorhanden sind, die eine Trennung von Kraftfahrzeug und Fahrradverkehr erforderlich machen. Und welche Geschwindigkeiten und welche Verkehrsstärken das sind, das kann man in Regelwerken, auch in nichtamtlichen Regelwerken wie den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen nachlesen. Und diese quasi fachliche Expertise hat dem OVG Berlin-Brandenburg ausgereicht. Es kam noch eine prozessuale Besonderheit dazu. In einem laufenden Gerichtsverfahren, diese Anordnungen sind ja Dauerverwaltungsakte, in einem Gerichtsverfahren über Dauerverwaltungsakte durfte das Land Berlin seine Begründung nachbessern, jedenfalls bis zur letzten mündlichen Verhandlung. Und davon hat man auch Gebrauch gemacht. Auf der nächsten Folie. Ich hatte es schon gesagt. Was gehört nicht in die Begründung? Das sind politische Vorgaben. Das ist die Förderung einzelner Verkehrsarten wie Rad- und Fußverkehr. Und auch die Absicht, eine Lücke im Radverkehrsnetz zu schließen, zählt nur dann, wenn sie der Gefahrenabwehr dient und nicht dazu, um zu sagen, wir wollen den Radverkehr lückenlos und damit attraktiver machen. Das Einzige, was zählt, sind Argumente, die zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs zählen. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht einen Kriterienkatalog vorgegeben. Das können Dinge sein wie die Verkehrsdichte, die Breite und der Ausbauzustand der Straße, Ausweichmöglichkeiten, Auswirkungen parkender Fahrzeuge, die Übersichtlichkeit der Streckenführung, die Verteilung des Verkehrs über den Tag oder auch wichtig für Radfahrende, der Anteil des Schwerlastverkehrs. Und wenn nach diesen Kriterien besondere Gefährdungen vorhanden sind, auch abstrakter Art, da muss man nicht unbedingt nur Verkehrsunfälle zählen, dann darf man Verkehrsbeschränkungen anordnen, unter anderem in Form von Radfahrstreifen, auch von provisorischen. Und die Berliner Verkehrsverwaltung hat dann ihre Begründung nachgebessert und hat aussagekräftige Zahlen zu den Fahrradunfällen der letzten Jahre auf den betreffenden Strecken nachgeliefert. Sie konnte auch Verkehrszählungen nachweisen, und zwar Zählungen zum Kfz und zum Radverkehr. Und sie hat sich letztlich dann auf die Kriterien der Empfehlung für Radverkehrsanlagen bezogen, nämlich die Verkehrsstärken und die gemessenen Fahrgeschwindigkeiten, nicht die erlaubten 50, sondern wie schnell wird dort wirklich gefahren. Und diese Dinge hat man dann abgebogen. Das hätte man alles vorher machen sollen. Dann wäre man nicht in diese Probleme geraten, aber man hat es rechtzeitig nachgeholt und konnte damit das OVG Berlin-Brandenburg im Eilverfahren überzeugen. Und nachdem das OVG dann die Entscheidung des VG Berlin aufgehoben hat, hat auch der Kläger, ein AfD-Abgeordneter, seine Klage zurückgezogen, weil er eingesehen hat, dass es sinnlos war. Er hätte vielleicht noch vor dem Verwaltungsgericht gewinnen können, aber sicherlich nicht vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Zur vorletzten Folie. Ja, wenn das so schwierig ist, dann kann man auf die Idee kommen zu sagen, naja, es sind ja ohnehin nur provisorische Radverkehrsanlagen. Können wir das nicht als Verkehrsversuch deklarieren, sage ich jetzt mal, und dann sind die Hürden doch bestimmt niedriger. Und das ist leider nicht so. Es ist zwar nach der neuen StVO von 2020, die damals aber auch noch gar nicht in Kraft war, auch eine Erleichterung für Erprobungsmaßnahmen hinzugekommen. Aber für Erprobungsmaßnahmen im Verkehr gelten dieselben Anforderungen, die ich gerade genannt hatte. Sicherheit und Ordnung. Und es handelt sich ja auch um einen Eingriff in den fließenden Verkehr, wenn auch um einen nur vorübergehenden. Und deswegen gelten dieselben hohen Hürden. Und was man mit einer Erprobungsmaßnahme gar nicht machen kann, ist Dinge ausprobieren, die in der StVO noch gar nicht vorgesehen sind. Ja, also ein neues Verkehrszeichen ausprobieren ist so nicht möglich. Und deswegen ist das auch tatsächlich nur eine Erprobungsmaßnahme, mit der man auswählt, welche von bereits bekannten Maßnahmen eignet sich in einer bestimmten Situation besser. Und es ist keine Experimentierklausel, mit der man mal etwas ganz Neues ausprobieren kann. Und nur diese dritte Hürde, besondere örtliche Gefahrenlage, die ist für eine Erprobungsmaßnahme nicht notwendig. Also Erprobungsmaßnahme wäre keine Alternative. Ja, und um diese ganzen unglücklichen Umstände zu verbessern und um Verkehrsbehörden mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, schlägt der ADFC Gesetzesänderungen vor. Und da wendet er sich gleich an zwei Gesetzgeber. Das eine sind Bundesverkehrsministerium und Bundesrat. Die sind zuständig für die Straßenverkehrsordnung. Und Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sind wichtig, besonders die Sicherheit, aber weitere Ziele müssen hinzukommen.
Das geht aber erst, wenn die Ermächtigungsgrundlage für die Verordnung StVO geändert worden ist, und das ist das Straßenverkehrsgesetz. Gesetzgeber für das Straßenverkehrsgesetz ist der Deutsche Bundestag. Einen Abgeordneten haben wir ja heute hier. Und der ADFC verlangt eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Sicherheit muss sein, klar, da wollen wir sogar noch mehr, nämlich Vision Zero als oberste Zielsetzung eines Verkehrssystems ohne Tote und Schwerverletzte. Aber hinzu kommen müssen auch die Möglichkeit, das Verkehrssystem an den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmenden auszurichten. Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutzziele müssen auch verfolgt werden dürfen, wenn man Verkehrsbeschränkungen anordnet. Und letzten Endes muss es auch möglich sein, eine nachhaltige Verkehrsstadt- und Siedlungsentwicklung im Sinn zu haben, wenn man den Verkehr auf Straßen regelt, wenn man den Verkehr auf Straßen beschränkt oder Straßen vielleicht sogar ganz sperrt. Das kann man alles in einem Gutachten, das für den ADFC erstellt worden ist, nachlesen. Gute Straßen für alle Gesetz haben wir es genannt und das haben wir jetzt gerade in einer zweiten verbesserten Auflage veröffentlicht. Die erste Auflage enthielt nämlich schon einige Forderungen, die der Gesetzgeber inzwischen erfüllt hat. Und da wollten wir natürlich für anstehende Koalitionsverhandlungen nicht mit bereits erfüllten Forderungen langweilen. Ja, das ist mein Beitrag dazu und jetzt wollen wir mal schauen, was die Politik da sozusagen hat. Ja, da haben Sie Herrn Gelper ja schon fast anmoderiert. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Huhn, für diesen Einblick und auch für den Problemaufriss, den Sie dann insbesondere auf der letzten Folie gemacht haben, der uns ja auch so ein bisschen in eine mögliche Zukunft gucken lässt, auch was Verkehrspolitik in der nächsten Legislatur angeht. Ich würde Sie, Herr Gelper, einfach mal um eine Bewertung dessen bitten und vielleicht auch, Sie machen ja jetzt seit gut einem Jahrzehnt zunächst in Berlin und dann auch im Bund Verkehrspolitik, auch mal eine Gesamtbewertung dieses Themas Pop-up-Radwege. Ist das vielleicht jetzt irgendwie eine kurzfristig aufgekommene Sache oder ist das tatsächlich gekommen, um zu bleiben und müssen wir da uns auch recht sicher die rechtlichen Grundlagen erweitern, um das entsprechend auch als nachhaltige Maßnahme fortzuführen oder einzuführen? Ja, danke für die Einladung, für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und es sind explizit gute Fragen. Ich möchte vielleicht damit beginnen, nochmal zur politischen Bedeutung von Pop-up-Radwegen was zu sagen. Vielleicht führt uns das dann zu den weiteren Punkten. Also zum einen, dieses schnelle Einrichten von Radinfrastruktur. Ich glaube, das ist auf mehreren Ebenen wichtig, dass das geht. Das ist zum einen wichtig für die Bevölkerung, weil die dann Pop-up als ein sichtbares Projekt hat und genauso auch für die Verwaltung, die quasi was geschafft hat. Das, dann kann man das nochmal machen, dann kann man dran lernen. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Zum Zweiten, Pop-up als quasi Vorhutinfrastruktur. Auch das quasi dieses, was Frau Stark gerade schon so schön formuliert hat, dass man das erprobt, dass man die Schwächen sieht, dass man weiß, wo man vielleicht nochmal nachkommunizieren muss mit Anwohnerinnen, Anwohnern und Ähnliches. Ich glaube, das ist wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt und dass wir die auch eine sichere Rechtsgrundlage stellen. Und dritter Punkt, die Verkehrswende in den Städten ist ja in aller Munde. Und gleichwohl merkt man, dass so eine Wende in den gesetzlichen Rahmenbedingungen eigentlich nicht vorgesehen ist. Dass die Kommunen es unglaublich schwer haben, Veränderungen Straße für Straße eben durchzusetzen, dass da der Begründungsaufwand sehr hoch ist. Das hat Herr Huhn gerade sehr schön erläutert. Ja, Gott sei Dank, mal kurz als Einschub, klagen die ganz wenigsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gegen irgendwelche Verkehrsschilder oder Ähnliches, obwohl da ganz, ganz viele klageberechtigt sind, ganz einfach, weil die Menschen meistens Besseres zu tun haben. Hat schon seine Gründe, warum es dann ausgerechnet die AfD war, die da geklagt hat. Aber zurück zum Pop-up, dass die Verwaltung hier zeigen kann, dass man Veränderungen bewirken kann, nicht nur Veränderungen, sondern Verbesserungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Verwaltung, und da sind wir jetzt bei einer grundsätzlichen Frage, letztlich sowas ist wie die Benutzeroberfläche von Demokratie. Das heißt, wenn in der Stadt ein Volksentscheid gewesen ist oder Ähnliches, also was dann kommunal als Bürgerbeteiligung immer vorgesehen ist und da im Regelfall immer sehr klar gesagt wird, wir wollen eine Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und die Verwaltung dann an Regeln scheitert, die auf Bundesebene gemacht werden, vielleicht nicht scheitert, aber wo das extrem entschleunigt wird. Ich glaube, dass
Das stellt dann auch Demokratie in Frage und das ist nicht gut. Deswegen muss solchen demokratischen Willensbekundungen der Bevölkerung eben dann auch regelmäßig eine Verwaltungsreaktion nachfolgen. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert, muss man da nacharbeiten. Ich glaube, das ist als Setting. Und so ist es ja, dass nicht nur der ADFC sagt, dass es da Rechtsveränderungen braucht. Auch der VCD zum Beispiel hat da ein Bundesmobilitätsgesetz vorgeschlagen. Das sind dann unterschiedliche Gedankengänge, aber im Kern kommen da immer wieder Momente, die auch bei uns Grünen natürlich nicht anders formuliert sind und wurden, dass man eben eine Änderung des Rechtskorpus braucht, dass es eben der StVO nicht nur möglich sein darf, auf Gefahren zu reagieren, dass da, weiß nicht, ob man da zum Schluss da ein Bündel an weiteren Gründen aufschreibt oder ob man, so kann man auch rangehen, sagt, die Kommunen sind die Entscheiderinnen und Entscheider vor Ort und die sollen eben diese subsidiäre Entscheidung eben oder diese Entscheidung eben auch vor Ort treffen können und damit dem Prinzip der Subsidiarität, des Föderalismus dann eben auch ja, mit Leben füllen können. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der in den Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen, schon eine Rolle spielen wird. Die grüne Position ist da, glaube ich, ziemlich klar. Wir werden da jetzt sehr interessiert zuhören, was unsere potenziellen Koalitionspartnerinnen dazu sagen. Ziel muss sein, dass man, also ich glaube, bei allen, in allen Parteiprogrammen steht mehr oder weniger, also von FDP, SPD und von Bündnis 90 Grünen, mehr oder weniger differenziert drin, dass die Radinfrastruktur oder der Radverkehr verbessert, erleichtert werden soll. Die Untersetzung ist dann der spannende Punkt und ich finde, dass, was man in den Regelwerken vereinfachen kann, das kostet fast noch gar nichts, das kostet Zeit und politischen Willen. Aber wir können es eben den Kommunen unglaublich erleichtern, eben diesem Ziel, den Radverkehr zu ermöglichen, zu erleichtern, zu verbessern, damit einen Schwung verleihen und damit auch die Verkehrswende dann vor Ort eben ermöglichen. Das heißt nicht, dass es dann überall automatisch passiert. So, das ist dann eben die Kehrseite, dass wenn eine Kommune partout nicht will, dann wird da wie bisher aber auch nichts passieren. Aber dass man es eben den Kommunen, den Städten und Gemeinden, die da eine Veränderung herbeiführen wollen, da nicht bürokratische Hürden im Weg legt, um diese Veränderung zu bewirken. Das ist, glaube ich, das, wo die aktuelle politische Entwicklung hingehen sollte. Zumindest die aktuelle politische Debatte ist da. Wir sind jetzt da an der Wegscheide, wo es eben in den Koalitionsverhandlungen genau um diese Punkte auch gehen wird. Da wird natürlich viel besprochen. In Sondierungsgesprächen war das noch nicht Thema, das kann ich vielleicht ganz kurz hier anreißen. Da ging es tatsächlicherweise nur um die Antriebswende und auf Bestreben einer einzelnen Partei um das Thema Verhinderung von Tempolimit. Sonst hätte man das, glaube ich, in Koalitionsverhandlungen auch ein bisschen breiter diskutieren können. Das vielleicht als erstes Spotlight. Ja, ganz herzlichen Dank auch für den letzten Einblick in die Sondierungsgespräche und den Ausblick auf die Koalitionsverhandlungen. Schönen Dank auch für die erste Frage, die wir im Chat haben, weil es auch ganz gut an das anknüpft, was Sie ausgeführt haben. Herr Gelbhaar, würde ich das auch erst direkt mal aufgreifen als Frage für die Runde, wo dann vielleicht auch Frau Dr. Stark aus ihrer Expertise heraus etwas zu sagen kann. Und zwar der Fragesteller schreibt, als Mitarbeiter einer ländlich geprägten Kommune hat er die Frage, kommen Pop-up-Radwege auch außerhalb der Ortsdurchfahrten auf Mischflächen als Ersatz von Fahrradschutzstreifen in Betracht? Also könnten Pop-up-Radwege diese Fahrradschutzstreifen dauerhaft ersetzen? Gibt es da eine Meinung zu? Gibt es da eventuell auch schon Projekte in dem Umfeld? Mir ist jetzt keins bekannt, aber ich bin auch kein ausgewiesener Experte da drin. Also ich würde die Frage vielleicht weiter gleich an Herrn Huhn geben, ob er aus rechtlicher Sicht weiß, ob das da Begrenzungen gibt, das dort einzuführen. Also ich verstehe die Frage so, Schutzstreifen sind ja außerorts nicht zulässig. Das ist auch nach der neuen Verwaltungsvorschrift zur StVO so. Und da ist die Frage wohl, wenn wir schon keine Schutzstreifen auf Außerortsstraßen einrichten können, können wir da nicht solche Radfahrstreifen einrichten? Mhm. Ich denke, das ginge schon. Die Breite müsste natürlich ausreichen. Es würde dann auch nicht reichen, nur eine Linie zu ziehen und darauf dann die
Trennanrichtung zu stellen. Da müsste man wegen der sehr viel höheren Geschwindigkeiten auf Landstraßen ja bis zu 100 km/h noch einen breiteren, mindestens 75 Zentimeter, besser einen Meter, einen Trennungsraum schaffen, in dem man dann die Trennelemente stellt. Aber die Breite der Fahrbahn müsste dann noch ausreichen, auch für den schnellen Ausfahrtsverkehr, auch für Schwerverkehr. Das wird wahrscheinlich auf Landstraßen nicht immer der Fall sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man heutige Mehrzweckspuren auf diese Weise abtrennt, denn da ist die Fahrbahn ohnehin schon breiter. Die Mehrzweckspur ist schon vorhanden, auch von der Breite reicht es aus. Das wäre auf jeden Fall machbar, denn das passt zum Baukasten der StVO. Vielen Dank. Ist denn, frage ich jetzt mal ganz, ganz allgemein, aus meiner Perspektive, ist das Thema Pop-up-Radwege überhaupt eins, welches außerhalb der urbanen Zentren diskutiert wird? Ich meine, allein die Tatsache, dass sich dieser Herr, der die Frage gestellt hat, hier angemeldet hat, zeigt ja, dass es schon irgendwie von Interesse ist. Aber spielt es eine Rolle in der Diskussion? Oder sagen wir mal, wird das auch dann erst virulent, wenn das jetzt im Zuge der Koalitionsverhandlungen dann auch vielleicht darauf basierender rechtlicher Änderungen auch eine gewisse Konjunktur erhält? Etwa indem man das Straßenverkehrsgesetz entsprechend öffnet hinsichtlich der Zielsetzung etc. pp. Andere Rechtsgrundlagen schaffen. Also ist es momentan noch ein Thema, was insbesondere innerhalb dicht besiedelter Millionenstädte oder mal mindestens Großstädte nur interessiert, oder schwappt es sozusagen auch in die Fläche? Was ist da Ihre Erfahrung? Welche Gespräche führen Sie da? Also vielleicht fange ich da mal an. Also wir befragen ja Kommunen oder haben auch Kommunen befragt, die auch kleiner sind, also gerade eben nicht nur irgendwelche Millionenstädte sind. Und was wir da schon herauslesen, ist, dass der Bedarf eigentlich überall vorhanden ist, aber die Voraussetzungen sind eben ganz andere. Also viele Punkte wurden ja auch schon angesprochen. Es wird den Kommunen eben sehr schwer gemacht. Und gerade dann, wenn man nicht einen ganzen Stab an Mitarbeitenden hat, die sich jetzt da die ganze Zeit um die rechtlichen Fragestellungen und irgendwelche Schlupflöcher oder solche Sachen kümmern können, dann hat man eben ein Problem. Also wenn im Rathaus da eine Person zuständig ist für den Verkehr und die Stadtplanung und die Ausweisung von Bauflächen, dann ist man da leicht überfordert. Dann, und das zweite Thema, das hatte ich ja auch angesprochen, ist der Platzbedarf. Also wir haben eben die Kommunen befragt, ob sie Radverkehrsmaßnahmen eingeführt haben oder eben auch gerade temporäre Radverkehrsmaßnahmen. Und da war dann eben oft die Rückmeldung, dass sie sich angeschaut haben, aber eigentlich können sie das einfach gar nicht gewährleisten oder gar nicht umsetzen, weil sie eben gar keine überflüssigen Parkspuren haben, die sie einfach mal abtrennen können. Also das sind eher andere Voraussetzungen, und ein wichtiges Thema ist es auf jeden Fall. Und da müssen auf jeden Fall Erleichterungen umgesetzt werden. Möchten Sie ergänzen, Herr Gelber? Ja. Bestärken und vielleicht ja noch an zwei, drei Stellen ergänzen. Und zwar, ich glaube, was Herr Huhn gerade so schön ausgeführt hat, die Straßensituation muss es hergeben. Im ländlichen Raum, also im wirklich ländlichen Raum, werden wir ganz selten Landstraßen haben, wo man noch so viel Raum abnehmen kann, um da Pop-up-Radwege irgendwie darzustellen. Das wird es mal geben, so, dann kann man das auch durchdenken, aber das wird nicht der Regelfall sein. Es sei denn, gerade wenn man es eben dann auch so macht, dass, also wenn da bislang 100 km/h erlaubt sind, mit Verlaub, und da fährt ein LKW mit 100 km/h lang, möchte ich jetzt nicht auf einem, mit dem Fahrrad da so nebenher gurkeln, da will ich doch Abstand haben. Das glaube ich, da bin ich glaube ich nicht ganz allein mit dieser Wahrnehmung. Das heißt, auf dem Land wird es um Aktivierung von alten Wirtschaftswegen gehen, da wird es um Radwege an Straßen gehen, da haben wir dann wieder die Zielproblematik oder den Zielkonflikt, dass wir dann weiter versiegeln müssten. So, da gibt es eine Debatte drum, die kann man, glaube ich, nicht wegreden. So, bei den Wirtschaftswegen ist das ein bisschen anders. Am Ende des Tages muss halt ein durchgehendes Radnetz rauskommen. Und da wird Pop-up insbesondere innerorts eine Rolle spielen. Und auch da, die Städte sind extrem unterschiedlich. Es gibt Städte, da gibt es kaum Fußweg. So eng sind die Straßen. Und es gibt Städte, da hast du so viele Spuren, dass du dich fragst, warum haben die das gemacht? So. Und da, wo der Platz halt so reichhaltig vorhanden ist, da wird man Pop-up viel schneller denken können, wenn dann eben die anderen Voraussetzungen auch gegeben sind, dass das irgendwie Sinn macht. So. Und ich glaube, so
beschreibt sich's. So muss es dann werden. Und wenn man dann die bürokratischen Regeln abbaut, dann werden die Leute auch leichter dahin kommen, das dann eben auch mal auszuprobieren. Vielen Dank. Ich habe hier direkt ein paar weitere Fragen bekommen. Ich würde die direkt mal in die Runde reinnehmen, weil sie auch ganz gut passen. Eine Frage, die würde ich dann noch ein bisschen abstrahieren. Wäre nicht schon die Einführung von Tempo 80 außerorts und Tempo 30 innerorts bereits ein erheblicher Sicherheitsgewinn für den Radverkehr ohne Durchführung aufwendiger verwaltungsrechtlicher Abstimmungsverfahren? Ist dies ebenso wie das Tempolimit 130 auf Autobahnen bereits vom Tisch? Wäre die Frage. Man kann es ja auch verallgemeinern. Man kann es ja sagen, nutzt man Pop-up-Radwege jetzt insbesondere mal so als niedrigschwellige, schnell zu errichtende Maßnahme, um die großen, dann wirklich auch politisch schwierigen Lösungen, um für diese etwas Zeit zu gewinnen, um es mal diplomatisch zu formulieren. Also low-hanging fruit ist in dem Zweifel dann besser als eine Grundsatzdiskussion, die Jahre dauert und deren Ende auch nicht wirklich sicher ist, dann, ob man mit seinen Forderungen erfolgreich durchdringt. Also, ich beantworte es mal wie folgt. Ein Radweg, ob man nur Pop-up geschützt oder auch nur ein Streifen ist, drückt erstmal aus, hier ist Radverkehr vorgesehen und erwünscht. Das tut, egal welches Tempolimit, erstmal nicht, weil so die Tempolimits oder die Tempodebatte überhaupt ist natürlich total relevant fürs Thema Verkehrssicherheit. So, und mit dem Ausschluss eines generellen Tempolimits ist tatsächlich die Autobahn gemeint, so, weil nur da gibt es aktuell noch kein Tempolimit und deswegen wird man über alles andere zu reden haben. So, Punkt. Viel weiter Weg mal da nicht reingehen. Alles verständlich, alles klar. Dann zwei Fragen, die würde ich mal zusammenbinden. Die sind auch eher fachlicher Natur, also sehr fachlicher Natur. Sollten Pop-up-Radwege und später richtige Anlagen so ausgelegt werden, dass Rettungskräfte sie nutzen können? Und wie werden die Busse hier eingebunden? Fahren sie meistens grundsätzlich dort oder nur an Haltestellen? Also da geht es dann quasi um die Mitnutzenden eines solchen Pop-up-Radweges. Wie ist da die aktuelle Praxis bzw. auch die Rechtslage? Wer weiß das? Also ich kann nur zu dieser Praxis etwas sagen. Und da gibt es sehr viele Busspuren, die für die Mitbenutzung durch den Radverkehr freigegeben sind, aber nicht den umgekehrten Fall. Und die Pop-up-Radwege in Berlin sind auch nicht so breit, dass Busse dort fahren könnten. Feuerwehreinsatzfahrzeug, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ein Krankentransportfahrzeug könnte vielleicht noch dort fahren. Aber ob das so das Richtige ist, das weiß ich auch nicht. Also für Linienbusse auf keinen Fall. Und gerade dort, wo sehr viele Linienbusse fahren, ist ja eine eigene Busspur auf jeden Fall besser. Ja, danke. Wollen Sie? Gerne, Herr Gelber, wenn Sie noch ergänzen möchten. In Berlin haben wir alles. Also das, okay. Wenn man mal die autofreie Friedrichstraße anschaut, das ist jetzt kein Pop-up-Radweg, aber da haben wir quasi durch die Friedrichstraße so eine Fahrradstraße quasi gezogen. Und das ist ein sehr beliebter Weg, eine sehr beliebte Abkürzung der Berliner Polizei und der Berliner Feuerwehr, um ihre Ziele im ansonsten verstauten Mitteraum eben schneller zu erreichen. So, und das funktioniert auch nach eigener anekdotischer Evidenz sehr gut. Wir haben auf der Holzmarktstraße in Berlin einen geschützten Radstreifen über ein paar hunderte Meter und dort ist dann allerdings die Bushaltestelle, ich würde mal sagen, eingelassen. So, also da fährt dann der kreuzt dann der Bus. Wie gut das oder wie schlecht das ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich das nicht jeden Tag beobachte. Deswegen, aber wir haben noch nichts Negatives gehört, so will ich es mal formulieren. Und ja, die Situation, dass Busstreifen von Fahrrädern mit benutzt werden, das haben wir halt gefühlt in allen Städten. Ob das immer so ideal ist, hängt, glaube ich, von der Breite der Busspur ab. Vielen Dank. Also, dass Bushaltestellen freigehalten werden müssen, das wird schon kommen. Sonst könnte man ja auf Strecken mit Busverkehr überhaupt keine geschützten Radfahrstreifen einrichten. Und das sind ja oft Verbindungen, auf denen Busverkehr auch natürlich bleiben muss. Der Radverkehr ist ja nicht der Feind des ÖPNV. Also von daher muss man das schon machen. Und dann muss man darauf vertrauen, dass die Profifahrer in den Bussen den Radverkehr nicht gefährden.
Ja, vielen Dank. Wir haben hier noch eine Bemerkung im Chat. Das unterstreicht aber im Prinzip das, was Sie bereits auch in der Diskussion gesagt haben. Auf bereits ausgebauten Landstraßen steht größtenteils kein Freiraum zur Planung von Pop-up-Radwegen zur Verfügung. Ja, das ist sicher richtig und so scheidet dieses Mittel dann auch aus. Meine Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für Ihre Fragen. Gerne können Sie noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, gerne können Sie auch noch weitere Fragen stellen. Wir nehmen die dann hier auch gerne wieder in die Runde mit auf. Nun ist das Mittel der Pop-up-Radwege ja noch ein relativ junges. Da würde ich mich jetzt mal an die Verkehrsforscherin wenden wollen. Inwieweit ist das Ganze auch noch, sagen wir mal, Operation am offenen Herzen, insofern als dass vielleicht die Gestalt der Pop-up-Radwege und deren Beschaffenheit sich auch noch ein bisschen verändern wird im Laufe der Zeit, weil man ja nicht nur in Deutschland vielleicht, sondern auch international lernt, einfach aus dem praktischen Einsatz. Das Ding ist seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren erst in Deutschland im Betrieb. Da gibt es ja sicherlich auch noch Fortentwicklungsbedarf, den Sie ja dann vermutlich auch begleiten werden. Gibt es da irgendwas Institutionalisiertes oder gibt es da einen Austausch oder regelmäßige Gremien, die sich dem Ganzen widmen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also waren jetzt sehr viele Fragen. Also ich denke, dass... Suchen Sie sich die schönste aus, ganz einfach. Das war ein Angebot. Okay. Also ich denke schon, dass sich das weiterentwickeln wird in Bezug auf die Einbindung oder Integration in den regulären Radplanungsprozess. Also es ist ja schon so, dass es eben temporäre und provisorische Zwischenschritte also sind auf dem Weg zu einer Verstetigung. Und da wird man bestimmt lernen, wie man das noch besser einrichtet, wie man schon im Vorfeld bestimmte Konfliktsituationen, zum Beispiel mit dem Lieferverkehr oder mit Einsatzfahrzeugen oder an Bushaltestellen oder in Kreuzungsbereichen, wie man damit besser umgeht. Aber ich denke jetzt an diesem Prinzip, dass man das mit Barken und mit gelbem Band abtrennt, denke ich, wird sich jetzt nicht so viel ändern. Das könnte ich mir jetzt auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das einen großen Bedarf gibt, das jetzt irgendwie zu verbessern, weil es ja eben nur als Zwischenschritt zu einer verstetigten Version einer kompletten Radverkehrsinfrastruktur dient. Okay, jetzt haben wir schon, gerne, ergänzen Sie gerne. Ja. Ich würde Ihnen aber auch noch was mitgeben, aber ich kann Sie auch gleich nochmal dran nehmen. Alles gut, ergänzen Sie. Okay, aber genau zu dem Punkt. Als im Sommer im Bundesrat die Verwaltungsvorschrift zur STVO beraten wurde, kam auch die Vorstellung auf, man müsste geschützte Radfahrstreifen genauer definieren. Und da war der Versuch zu sagen, das sind Radfahrstreifen, die mit Verkehrseinrichtungen abgetrennt sind. Und dummerweise ist die einzige Verkehrseinrichtung, die STVO dafür enthält, diese Barke, die rot-weiß gestreifte. Jetzt wurde dieser Vorschlag aber auch nicht umgesetzt. Das ist ganz gut so, denn es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Radfahrstreifen, ich rede jetzt von dauerhaft, nicht von den temporären, abzutrennen. Da gibt es die unterschiedlichsten Elemente, eher vertikale oder waagerechte. Jedenfalls so, dass sie Kraftfahrzeuge daran hindern, von links aus auf diesen Streifen zu fahren. Und ich denke, da wird man noch sehr viel mehr ausprobieren können an solchen Verkehrseinrichtungen, die ja jetzt nicht so festgeschrieben sind, dass man da nur ganz wenige verwenden darf. Und auch in Berlin gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Da kann man sicherlich noch mehr ausprobieren. Und weil das ja bauliche Dinge sind und keine verkehrsrechtlichen Anordnungen, hat man da auch wieder etwas mehr Spielraum. Ich denke, da werden wir noch unterschiedliche Dinge erleben. Vielleicht auch Sachen, wo man sagt, hier kann ein Feuerwehreinsatzfahrzeug drüber fahren, aber der normale Autofahrer nicht. Wenn er einen Stadtgeländewagen hat, vielleicht doch, aber dann bekommt er halt ein entsprechend hohes Bußgeld für sein Falschparken oder für die Falschbenutzung. Danke. Dann kommt hier noch die Frage im Chat. Wie lange darf sich ein Pop-up-Radweg halten, bis er verstetigt werden muss oder sollte? Gibt es da eine Frist? Eigentlich nicht. Fristen gibt es ja nur bei Verkehrsversuchen. Das ist dann für begrenzte Zeit. Und ich meine, eine Baustelle kann auch unter Umständen Jahre dauern. Und dann haben wir jahrelang gelbe Markierungen. Die sind dann genauso beachtlich wie weiße. Man kann natürlich nicht sagen, das ist nur vorübergehend, wenn man schon genau im Kopf hat, das soll ewig so bleiben. Das wäre dann quasi ein Missbrauch, wäre aber schwer nachzuweisen. Aber irgendwann nutzen diese Dinge sich auch ab. Ich meine jetzt die Verkehrseinrichtung, nicht die Idee. Die bleibt sicherlich. Und müssen dann ersetzt werden. Und wenn man es lang genug ausprobiert hat, dann weiß man ja auch, ja, dieser Radfahrstreifen hat sich bewährt.
wir kennen auch die Reaktion der Anwohner. Ja, die können vielleicht nicht unbedingt einen Plan im Maßstab 1 zu 100 lesen, aber wenn sie sehen, wie es auf der Straße aussieht und sagen, das ist gut, das nehmen wir an, das gefällt uns, dann kann man das natürlich auch durch feste Einrichtungen ersetzen, durch weiße Markierungen und durch Abtrennungen, die sich dann in der Praxis bewährt haben und nicht durch die rot-weißen Barken, die doch eher nach Baustelle aussehen. Genau, da sind wir im Prinzip wieder beim Politiker oder bei der politischen Frage, ne? Wenn einerseits, das sagten Sie ja vollkommen zu Recht, Herr Gelbhaar, so ein Pop-up-Radweg signalisiert, dass die Verwaltung auch kurzfristig handlungsfähig ist, dann signalisiert natürlich ein Pop-up-Radweg, der über Jahre dann da erhalten bleibt, auch irgendwie wiederum ein anderes Signal. Ne? Das ist dann wahrscheinlich so, kommt dann ähnlich an so eine Dauerbaustelle ran. Also wann das ist dann wahrscheinlich auch eher politisch zu diskutieren, wann man dann jetzt, nehmen wir mal nach Corona, die nach Corona-Phase, wann man dann handeln muss und aus einem Provisorium dann eine feste Einrichtung machen muss. Das ist dann Fingerspitzengefühl wahrscheinlich mehr als irgendwelche rechtlichen, das sagte ja Herr Huhn, irgendwelche rechtlichen Befristungen, die da einen hemmen. Da will ich nicht widersprechen und in der Folge, also dieser Gedanke ist jetzt auch, den haben wir, glaube ich, nicht exklusiv, der ist in den Verwaltungen präsent, gerade weil es noch ein Politikum ist und deswegen da auch hingeschaut wird, wie mit den Pop-up-Radwegen umgegangen wird, weil sie auch rechtlich umkämpft waren oder bekämpft wurden, das trifft es vielleicht noch eher. Und in der Folge ist jetzt das in den Städten ist dazu übergangen worden, aus den als Pop-up entstandenen geschützten Radstreifen eben dann normal geschützte Radstreifen zu machen. Das hat dann, das weiß der Roland Huhn im Zweifel besser als ich, dazu Folge gehabt, dass dann nochmal eine neue Anordnung ergangen ist. Und vielleicht kann Frau Stark was dazu sagen, weiß ich jetzt gar nicht, ich schieße mal ins Blaue, ob das jetzt bloß in Berlin so gemacht wurde oder hatte ich es jetzt stärker im Blick, wie das in den anderen Gemeinden angegangen wurde, weil ich kann mir lebhaft vorstellen, dass diese Debatte, jetzt haben wir als Pop-up was hingestellt, wir haben gesehen, das funktioniert oder das funktioniert auch mal nicht. Und dann dieser Gedanke der Verstetigung, der wird ja dann überall irgendwie im Raum stehen. Und wie damit umgegangen wird, vielleicht gibt es da eine Gleichnis in allen Kommunen, vielleicht gibt es da auch Unterschiede, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht lesen können, sagen wir mal so. Vielleicht gibt es da eine Forschung zu, keine Ahnung. Also die Forschung dazu... Bitte? Das habe ich erst den Roland Huhn und dann die Kerstin Stark angesprochen. Das ist natürlich nicht schlau. Sehr gut, entschuldigt. Also auch in München zum Beispiel, also da gibt es auf jeden Fall den empirischen Fall, dass die temporären Radwege verstetigt werden. Also die Pop-up-Radwege erst zurückgebaut werden mussten und dann als verstetigte Version wiederkommen. Und ich denke, das ist insgesamt überall so, dass die Verstetigung das Ziel ist. Oder eben, also wenn es sich nicht bewährt hat, dann gegebenenfalls natürlich auch die Nichtwiederauflage. Aber das soll schon dazu dienen, normale Radverkehrsanlagen eben vorzudenken und zu prüfen. Und wenn ich es richtig weiß, in Berlin war es nämlich so, dass die Pop-up-Radwege tatsächlich mit einer Frist eingerichtet wurden. Und dann bei Ablauf der Frist da eben dann nochmal quasi da jetzt untechnisch gesprochen eine Neuauflage als Verwaltungsakt formuliert wurde. Aber auch das hat Herr Huhn okay. Genau im Blick. Ich meine auch, dass das so war und da man da mit der Begründung ja schon seine Erfahrung gemacht hatte, ist die Begründung beim zweiten Mal sicherlich auf Anhieb korrekt ausgefallen. Aber ich weiß auch von Städten in Düsseldorf zum Beispiel, wo dann der Pop-up-Radweg wieder abgebaut wurde, weil man meinte, an der Stelle war er eigentlich nicht so angebracht, wie man das vorgestellt hat. Aber auch dann ist halt ein kostengünstiges Experiment. Normalerweise ist es in Deutschland so, es wird jahrelang geplant und dann wird jahrelang gebaut. Und wenn sich dann herausstellt, es passt nicht, dann wird das ganz bestimmt nicht entfernt, denn man hat ja lange geplant und gebaut.
Da sind Sie an einem guten Punkt, den ich auch gerne noch aufgreifen würde. Sie hatten das auch auf Ihrer Folie, da stand was von der Experimentierklausel. Ich beschäftige mich sonst sehr viel mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die in Deutschland ja auch, der eine oder andere wird es wissen, relativ spröde vorangeht und wo man mehr Tempo braucht. Und viel Tempo brauchen wir ja anerkanntermaßen auch bei der Mobilitätsverkehrswende, wie immer man das auch nennen will. Also inwiefern ist es auch für einen Juristen, aber insbesondere auch für die Politik und insbesondere für die Wissenschaft denkbar, reizvoll und auch notwendig, im Rahmen dieses Prozesses, dieser Verkehrswende, auch über Experimentierklauseln entsprechend kurzfristig Sachen auf die Bahn zu bringen, jetzt mal untechnisch gesprochen. Und dann, wenn man sieht, klappt, okay, gehen wir weiter, klappt nicht, bauen wir wieder ab, haben wir Erfahrungen gesammelt, um es beim nächsten Mal anders und besser zu machen. Also inwiefern müssen wir da vielleicht auch noch, wir als Gesellschaft, ein bisschen untechnisch gesprochen risikobereiter oder experimentierfreudiger werden, um dann auch entsprechende Lösungen kurzfristig erfolgreich umzusetzen. Jetzt habe ich habe gar keinen angesprochen. Ich würde einfach mal bei der Wissenschaftlerin, bei der Forscherin starten, die ist da unbelastet. Bei Ihnen gehören Experimente quasi zur Jobbeschreibung, also Sie können sich das sogar leisten, da was zu sagen. Ja, ich denke, dass es schon wichtig wäre, dass wir mutig auch mal was versuchen und dann auch das richtig begleitend, also forschend begleiten und die Schlüsse dann auch daraus ziehen, evaluieren, was wir herausgefunden haben und dann entsprechende Anpassungen vornehmen. Also ja, klar, das sollten wir machen. Dann der Jurist. Ja, man darf sich unter Experimentierklausel jetzt keine wilden Verkehrsversuche vorstellen. Zum Beispiel eine Kommune denkt sich ein neues Verkehrsschild aus, stellt es auf und erwartet dann, dass alle Verkehrsteilnehmer es beachten, obwohl es gar nicht kennen können. Es ist zum Beispiel so, dass heute keine Kommune sagen kann, wir hätten gerne in unserer Stadt durchgehend Tempo 30, auch auf Hauptverkehrsstraßen. Das ordnen wir an. Die Schilder dafür sind ja vorhanden. Jeder Autofahrer weiß auch, was sie bedeuten. Das geht nicht. Und das wäre auch nicht mit der heutigen, nach der heutigen Regelung als Verkehrsversuch möglich. Denn ein Verkehrsversuch ist nur dann zulässig, wenn er Inhalte hat, die auch als dauerhafte Regelung möglich wären. Und Tempo 30 in einer ganzen Stadt, einschließlich Hauptverkehrsstraßen, das ist eben heute nicht zulässig. Und da würden wir schon erwarten, dass der Gesetzgeber da mehr Möglichkeiten schafft. Ich denke, kein Autofahrer ist überfordert, wenn er ein Schild Tempo 30 sieht, da weiß er, was er zu tun hat, dass er das dann in dieser Stadt häufiger sieht. Das ist natürlich dann etwas, worauf er sein Verhalten einstellen muss. Also ich rede jetzt hier nicht von Experimenten, Menschen versuchen sozusagen, die zu Unfällen führen. Es sind ja gerade Dinge, die dazu beitragen sollen, Unfälle zu verhindern oder Unfallfolgen zu mildern, zum Beispiel bei Tempo 30. Ja, die Diskussion Tempo 30, die kennen wir hier aus Bonn. Herr Kelper, bitte. Ja, also wenn man sich vorstellt, dass die aktuelle Rechtslage ja beschreibt, dass man den fließenden Verkehr nur beschränken darf, ich verknappe, es ist ein bisschen komplexer, wenn das zur Abwehr zwingender, also Paragraph 45, wenn da Gefahren ausgeschlossen werden können, das ist ein so enger Raum, der da den Kommunen gegeben wird, das kann nicht sein. Wir haben Experimentierklauseln im deutschen Recht an vielen, vielen anderen Stellen, zum Beispiel im Personenbeförderungsgesetz, da spielen diese Punkte überhaupt keine Rolle. So, also da kann man mal Uber zulassen mit interessantesten Folgen für das Wirtschaftsgefüge einer Gemeinde, aber auch für die Straßenverkehrssicherheit. Ja, das geht dort. Hingegen Experimente, Erprobungen, Testfelder, um auszuprobieren, wie man Verkehr anders darstellen kann, wie man die Mobilität anders konstruieren kann, das muss möglich werden. Also wie soll es denn sonst dahin kommen, dass man lernt? So, also, sonst bleiben wir immer auf dem Punkt und mit der Logik hätten wir niemals das Auto einführen dürfen. So, weil jetzt ist es da und ist nicht wieder weg. So, das ist ja ein bisschen, deswegen ist das ein bisschen, müssen wir dahin kommen, dass dort wieder leichter möglich ist, eben Sachen auszuprobieren. Das soll nicht so weit reichen, dass man jetzt bewusst
Gefahren in Kauf nimmt, aber es kann nicht sein, dass man nur tätig werden kann, um Gefahren zu minimieren. Also das ist dann auch zu wenig. Danke, also schätze ich das so. Ja, bitte. Ist auch ohne weiteres zulässig. Es ist nur halt im Straßenverkehrsgesetz nicht zulässig. Es gibt ja durchaus auch Privilegierungen, zum Beispiel Carsharing. Parkplätze speziell für Carsharing sind erlaubt. Oder Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Also niemand bekam vorher einen speziellen Parkplatz, nur weil sein Auto einen besonderen Antrieb hatte. Ja, aber bei Elektro geht es ja nicht anders. Und es ist ja bezeichnend, dass genau diese Privilegierungen wieder nur für Kraftfahrzeuge eingeführt wurden, wenn auch für nützliche Dinge wie Carsharing und für Elektrofahrzeuge. Das wurde aber extra in anderen Gesetzen geregelt, im Carsharing-Gesetz und im Elektromobilitätsgesetz, weil man gesagt hat, nein, das dürfen wir im Straßenverkehrsgesetz nicht regeln. Es gibt ernstzunehmende Verkehrsrechtler, die das anders sehen, aber und sagen, nein, das dürfte man auch im Straßenverkehrsgesetz regeln, denn es ist ja derselbe Gesetzgeber und er hat durch das Grundgesetz diese Kompetenzen. Aber egal, es gibt solche Privilegierungen und Besserstellungen und die kann man sich durchaus auch für den Radverkehr vorstellen. Also rechtlich ist das zu machen, da muss man nicht das Grundgesetz ändern, es reicht eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Das beruhigt. Aber auf dem Wege dahin ist es dann, wenn ich das richtig verstehe, sind so Aktionen wie Pop-up-Radwege ja auch eine Möglichkeit, um dem Bürger plastisch oder dem Bürger und Bürgerin plastisch machen zu können. Wir können an der städtischen Mobilität auch kurzfristig etwas ändern. Weil natürlich wir Jahre und Jahrzehnte eigentlich mit dem Bild der autogerechten Stadt aufgewachsen sind. Und Pop-up-Radweg ist ja jetzt so ein Anknüpfungspunkt, um da kurzfristig eine Besserung für andere Verkehrsteilnehmer, jetzt speziell für die Radfahrer, herbeizuführen. Also ist das auch so ein bisschen der Türöffner, um dann langfristig die Verkehrswende auch schon mal so in den Köpfen etwas vorzubereiten. Sehe ich das richtig? Oder würde ich da dem Pop-up-Radweg als politisches Instrument vielleicht zu viel reininterpretieren? Jetzt, das muss ich natürlich Sie fragen, Herr Gelber. Was ist das politische im Pop-up-Radweg, meine Herren? Oder ist das einfach nur ein Mittel zum Zweck, wie Sie sagten, schnelles Verwaltungshandeln, um den Radfahrern das Leben zu erleichtern, kurzfristig? Eine Prämisse vorneweg, ein guter Radweg macht nicht nur den Radfahrern und Radfahrerinnen das Leben leichter, sondern allen anderen Verkehrsteilnehmerinnen halt auch. Ne? Wenn du eine gute Radverkehrsinfrastruktur hast, gibt es regelmäßig, kann man zählen, gibt es weniger Menschen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs sind. So, das reduziert sich dann regelmäßig fast auf null, weil es einfach kein Grund mehr dafür gibt. Und gleichzeitig, umso mehr Radfahrerinnen und Radfahrer du auf der Straße hast, umso mehr Raum bleibt dann auch übrig für die Menschen, die aus welchem Grund auch immer aufs Auto angewiesen sind, weil dann einfach die Staus zurückgehen. Also das ist... Manchmal ist es ja verrückt, ja, dass man dem Autoverkehr erst was nehmen muss, um den Menschen, die mit dem Auto wirklich aufs Auto angewiesen sind, wieder was zurückgeben zu können, nämlich Zeit. Aber so ist es in der Tat. Und das ist ja quasi der Sinn von Verkehrswende oder vielleicht auch eher noch stärker Mobilitätswende, dass wir gar nicht, also das Ziel ist ja nicht, irgendeinen Menschen zu dissen und in seiner Mobilität zu behindern, sondern das Ziel ist, die Mobilität in verdichteten, hochverdichteten Räumen, das sind immer die Städte, besser, leichter zu ermöglichen und da, wo es Automobilität sein muss, aus welchen Gründen auch immer, eben die weiter zu ermöglichen. Das ist in vielen Städten ja schlicht und ergreifend nicht mehr gegeben. Das muss man sich immer bewusst machen. So, und insofern ist der Pop-up-Radweg vielleicht nie mehr als nur ein Pflaster auf eine verkehrspolitische Wunde, so, sondern es ist die Möglichkeit zu zeigen, das geht, das fühlt sich so und so an, das ist nicht für gegen dich, sondern für alle gemacht. Und natürlich ist es auch so, dass die Umverteilung von Flächen glasklar Konflikte beinhaltet. Ne? Ein Pop-up-Radweg nimmt jetzt nicht viel Platz, aber er nimmt Platz, den kannst du in der Stadt nicht bauen.
sondern ich musste von irgendwo nehmen. Die Flächenverteilung ist in den meisten Städten sehr autozentriert. So in Berlin sind es, glaube ich, 60% ist für den Autoverkehr, 30% Fuß und 3% für Rad. So, und wenn du dann die Fläche für Radverkehr erweitern willst, ja, dann wirst du nicht umhin kommen, da an die 60% Fläche ranzugehen, die der Autoverkehr hat. Aber selbst wenn du die Fläche des Radverkehrs nur verdoppeln würdest, ja, 3% auf 6%, dann ist beim Autoverkehr immer noch 57%. Also man muss da auch diese Debatte, glaube ich, ein bisschen entspannter führen. Sie wird sehr konfrontativ geführt und das ist auch manchmal notwendig. Aber in der politischen Debatte, also wenn es konkret wird, dann muss es vielleicht auch mal knallen, weil dann eben die konkreten örtlichen Interessengegensätze auseinandertreffen. Aber allgemein, glaube ich, tut das gar nicht Not, da so eine Art ideologischen Kulturkampf heraufzubeschwören, ist es nicht. Es geht darum, für die Stadtbevölkerung da eine Verbesserung zu erreichen und zwar für alle, weil jeder hat seine Kinder oder Enkel oder wie auch immer, die in die Schule wollen und zwar sicher in die Schule wollen. Jeder will sicher über die Straße kommen. Jeder will sicher auf dem Gehweg von A nach B laufen können. Und jeder und jede, die auch mal das Auto nutzen will, will dann auch in einer gewissen Zeit von A nach B kommen, ohne dabei jemanden zu gefährden. So, und wenn man diese Prämissen als Grundlage nimmt, dann ist Pop-up-Radweg quasi der Opener, um das jetzt final zu beantworten, wird aber dabei nicht stehen bleiben, das ist vollkommen klar. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine zugegebenermaßen deutlich kürzere Frage. Ja, sonst ist ja umgekehrt gewesen bislang, insofern alles gut. Nee, Spaß beiseite, ich würde gerne zum Schluss noch einen Punkt mit Ihnen aufgreifen, der auch schon anklang in der Diskussion, mit dem die meisten Kommunen kämpfen, die großen vielleicht nicht so sehr wie die kleinen. Das ist, dass im Bereich der Verkehrsplanung natürlich die Stellenzahlen nicht in den Himmel wachsen und dies perspektivisch sicherlich auch nicht tun werden. Das ist für mich jetzt das Stichwort Expertise vor Ort und aber auch Wissenstransfer. Also wie kann man zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass die Erfahrungen, die Berlin jetzt aktuell gesammelt hat, auch in die Fläche gehen. Da ist natürlich der ADFC gewissermaßen als Verein jemand, der dafür den Wissenstransfer sicherlich eine Rolle spielen dürfte. Da ist aber auch die Wissenschaft hier vertreten durch Frau Dr. Stark ein Vehikel, was da einen Beitrag leisten kann. Da ist aber am Ende des Tages natürlich auch die Politik und da vielleicht auch gerade die Bundesebene gefragt, um entsprechend hier auch für einen Kompetenzaufbau und einen Kompetenzabfluss auch in die Fläche zu sorgen. Also Sie hatten ja teilweise auch Links in Ihren Vorträgen drin, der ja schon eindeutig in die Richtung geht. Wir wollen unser Wissen gerne mit euch teilen. Aber wie kann man das zukünftig vielleicht auch noch nicht nur für den Bereich der Pop-up-Radwege, sondern auch für andere verkehrspolitische Maßnahmen, die man jetzt zukünftig ergreift, sei es auf Basis vielleicht entstehender Experimentierklauseln und dergleichen. Aber wie kann man dafür sorgen, dass die Verkehrsprojekte dieser Republik noch besser untereinander ausgetauscht werden, dass Kompetenzen besser untereinander oder Erfahrungswerte besser ausgetauscht werden und dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle dadurch halt auch dass der Personalmangel in den Kommunen kompensiert werden kann. Das war jetzt wieder eine richtig lange Frage, um es auf den Punkt zu bringen. Also wie sorgen wir für mehr Wissensaustausch im Bereich der Verkehrspolitik Bund, Land, Kommune? Insbesondere jetzt mit Blick auf urbane und suburbane Mobilität. Ja, der ADFC wendet sich mit seiner ADFC-Akademie, die wir jetzt im Winter starten, natürlich in erster Linie an seine eigenen Aktiven, die dann wiederum ihr Wissen weitertragen an ihre Kommunen. Wir stellen aber auch gerne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unserer Abteilung Verkehr und Interessenvertretung ab. Hier zum Beispiel, oder ich habe erst heute wieder eine Anfrage von einer der neuen Radprofessuren bekommen für einen Gastvortrag. Also das ist, was der ADFC machen kann. Der Bund ist tätig unter dem Dach des Bundesamts für den Güterverkehr. Fragen Sie mich nicht, warum das es macht, aber das ist so. Das sind Fachleute im Verwalten, die können das. Hat auch der Bund neue Fortbildungsangebote und auch die erreichen uns. Dafür wird kräftig geworben. Das funktioniert und auch an diesen neuen Radprofessuren, auch überall, sind neue Kräfte in Ausbildung an den Unis.
Gut, das dauert noch ein bisschen, bis die ihre Arbeit aufnehmen können, aber so lange auch nicht. Also das werde ich noch erleben. Das hoffen wir doch sehr. Frau Dr. Stark und dann Herr Gelbhaar, bitte. Ja, genau. Also die schon benannten Stiftungsprofessuren für Radverkehr, die ja das BMVI eingerichtet hat, die, denke ich, sind da ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung, dass es mehr Austausch gibt und dass es mehr Personal auch gibt für die Kommunen und für die Planungsbüros, die sich mit Radverkehrsthemen befassen. Also ich würde es auch gar nicht so alles zusammen in einen Topf werfen. Ich denke, es ist gerade wichtig, im Bereich Radverkehrsplanung Kompetenzen aufzubauen und da auch einen Austausch zwischen Forschung, Praxis und Politik her und Verwaltung vor allem hinzubekommen. Ich denke, in anderen Bereichen gibt es da auch schon genügend runde Tische und Austauschforen. Ich denke eben, dass wir das wirklich auf den Radverkehr und oder auch Rad- und Fußverkehr beziehen müssen, denn da sind ganz viele neue Baustellen, die es eben in der Vergangenheit so noch nicht gab und die dann bearbeitet werden sollten. Und was wir auch in der Forschung stärker im Blick haben, ist auf jeden Fall dieser Austausch auch mit der Praxis und mit der Zivilgesellschaft, und zwar auf einer Augenhöhe, also im Sinne von Co-Kreation und eben iterativen Austauschschleifen, dass wir nicht einfach nur irgendwas vor uns hin untersuchen und das dann irgendwo in einen Bericht gießen und dann es wieder vergessen, sondern dass wir auch im Gespräch bleiben. Und neben den Fahrradprofessoren vielleicht noch ein bisschen in eigener Sache, auch haben wir so ein Cycling-Netzwerk auch gegründet. Also das ist relativ niedrigschwellig, nur keine Organisationsformalso jetzt nicht im Rahmen vom DLR, aber eben verschiedene Forscher und Forscherinnen von verschiedenen Institutionen, die zusammen mit Personen aus der Verwaltung und mit der Praxis, auch mit den Stiftungsprofessoren Radverkehr zusammenarbeiten und versuchen, über verschiedene Formate, Austauschformate, Wissen zu generieren und auszutauschen, also gerade auch was die Forschung an den Hochschulen angeht. Vielen Dank für die Ausführung. Da war schon viel drin, deswegen will ich vielleicht nur ergänzen. Also ich finde, Stichwort Fahrradakademie, da gab es auch von DIFU über lange Jahre eine, die, glaube ich, wert ist, fortgeführt zu werden. Fahrradprofessuren müssen halt prolongiert werden. Die sind halt als Stiftungsprofessur entstanden. Da muss man schauen, dass die dann nicht wieder irgendwann verschwinden. In den Verwaltungen braucht es einen ordentlichen und dauerhaften Personalaufbau. Da hatten wir durch die Schwankungen der letzten Jahrzehnte dann auch durchaus Situationen, dass in der Gemeinde A und im Bezirksamt B einfach keiner da war, der für Radverkehr, oder nur irgendeiner, der dafür mit zuständig war. Dann kannst du auch kein Wissensmanagement ernsthaft betreiben. Fortbildung und Fortbildungsangebote, auch jenseits von Einzelakademien, glaube ich, da gibt es ja sehr, sehr viele Bildungsträger in Deutschland, und ich glaube, man muss die gezielt auf diese Themen auch hinweisen. Dann betriebliches Mobilitätsmanagement. Das ist, glaube ich, also alle größeren Unternehmen, dass die auch konsequent darüber nachdenken, wie organisieren wir eigentlich die Mobilität unseres Unternehmens, als auch der Mitarbeitenden in unserem Unternehmen. Das ist nicht ganz untricky, weil die gibt es regelmäßig schon, aber das sind regelmäßig die, die dann die Dienstwagen abrechnen und die Parkplätze irgendwie sortieren. Den halt da rein zu implementieren, dass das viel mehr sein kann und auch viel schlauer sein kann, als nur diese Autozentriertheit, führt automatisch dazu, dass man auch dort ein Wissenscluster aufsetzt. Und sobald die da sind und die Dusche in ihrem Unternehmen eingerichtet haben und die Fahrradständer gebaut haben, werden die auch anfangen, darüber nachzudenken, wie kommen eigentlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns, und werden automatisch Stakeholder. Und das ist ein sehr spannender Prozess. Zivilgesellschaft, schon gesagt worden, die ganze Radentscheidsszene war, glaube ich, eine unglaubliche Fortbildungsmaßnahme in der Breite. Und das, glaube ich, muss man immer wieder unterstreichen. Deswegen Netzwerkförderung, Clusterbildung ist da ein Thema. Und der letzte Punkt, ist auch nochmal gesagt, wir müssen bei unserer eigenen Fahrradindustrie als auch der Fahrradwirtschaft in Gänze auch nochmal schauen, dass die selber diese Themen, und die sind noch deutlich vielfältiger als jetzt nur den verkehrspolitischen Bereich, da gibt es ja auch wirtschaftspolitische, arbeitsmarktpolitische Punkte, dass dort viel stärker formuliert wird, was brauchen wir, und dass auch von dort, ich sag mal, so ein positives Lobbying, ein positives Aufzeigen und dann eben auch von dort ein Wissensmanagement mitbetrieben wird. Und wenn man das alles kracht, das sind ja irgendwie 10 Punkte, keine Ahnung,
dann, glaube ich, sind wir in einem sehr guten Setting unterwegs. Ganz herzlichen Dank für all Ihre Ausführungen und Hinweise. Und hier wurde auch die Frage gestellt, ob wir die Vorträge im Nachgang zur Verfügung stellen können. Ich denke, Herr Huhn, Frau Dr. Stark, das können wir, oder? Spricht ja nichts, ja. Nichts dagegen. Die Damen und Herren sind natürlich insbesondere auch an den Links zum Gutachten und zu weiteren Ausführungen interessiert. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen, Herr Gelper, gutes Durchhalten in den kommenden Wochen. Ich sage bewusst Wochen und nicht direkt Monaten. Wir sind gespannt. Wir wollen im Dezember fertig sein. Ja, genau. Ihnen, Herr Huhn und Frau Dr. Stark, auch viel Erfolg bei Ihren Projekten und Ihrer weiteren Arbeit. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Wir werden das Thema, also ich schon aus Eigennutz als passionierter Radfahrer, natürlich weiterhin im Auge behalten und freuen uns dann in den kommenden Jahren vielleicht auf die eine oder andere weitere Diskussion zum Thema Radverkehr in den Städten und auf dem Land. Ganz herzlichen Dank, einen schönen Tag in die Runde und ich gebe nochmal kurz zur Abmoderation in unser virtuelles Studio. Machen Sie es gut. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank an die Referenten für diese spannende und informative Sitzung und vielen Dank an dich, Guido, für die Moderation. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse an der Sitzung und die Beteiligung im Chat. Seien Sie auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es am 26. Oktober heißt Von X bis Beta, generationenorientiertes Personalmanagement in der Kommunalverwaltung. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, verabschiede mich für heute. Bis dahin, machen Sie es gut.